Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hallo zusammen. Papi, was ist der grösste Jäger von ganz Europa? Oh, du meinst jetzt das grösste Raubtier? Ja. Ja, warte mal, ist es der Wolf? Nein, aber den haben wir schon gehabt. Das ist ein kleiner Jäger. Ist es der Tiger? Nein, der lebt in Asien. Ah, stimmt. Ist es der Luchs? Ja, aber den haben wir es nämlich heute auch. Hey, spannend. Wo lebt denn der Luchs? Früher hat er in allen Ländern von Europa gelebt. Und jetzt ist er aber in Deutschland ist er ganz ausgerottet gewesen, aber jetzt gibt es wenige Luchs gibt's wieder und alle Luchs, die es jetzt noch gibt, sind geschützt. Das ist auch gut so. Warum ist nämlich der Luchs gejagt worden? Wegen dem Fell. Er hat ein ganz schönes Fell gehabt. Aha. Und was ist eigentlich sein Lebensraum? Also du hast gesagt, er lebt in Europa. Früher hat es ein paar mehr gegeben vom Luchs. Was ist denn sein genauer Lebensraum? Oben in den Bergen. Also in solchen Gebieten, wo es fast immer Schnee hat. Aber schon unterhalb von der Baumgrenze, oder? Er braucht auch noch Bäume. Unterhalb von der Baumgrenze. Er wagt sich nur dann über die Baumgrenze, wenn er geht jagen. Also alle Luchse haben ein Revier, das über die Baumgrenze geht. Also sie leben weit oben bei den Bergen? Ja, das ist nicht weit und dann ist schon die Baumgrenze. Mhm. Also jeder hat im Wald sein Gebiet und auch über der Baumgrenze, dass wenn sie auf die Jagd gehen. Und meistens hat sie über der Baumgrenze so kleine Bächle oder See und dann wartet sie dort. Und wenn dann ein Wildschwein kommt oder so, rennen sie vor. Und was macht er gleich wie die Katze? Er vergrabt seinen Gacki nur in seinem Revier drin. Wenn seine Grenze kommt, macht er lauter Gacki stube. Das heisst, hey, Abstand halten, doch um mein Revier. Ah, spannend. Du, sag mal, wieso haben die Luchse eigentlich so Haarbüschel wie Eichhörnchen auf den Ohren? Weil dann denken seine Beutetiere, denken dann, das sind junge Keimlinge. Von einem Baum. Aha, um sich anpirschen. Dann können immer nachher rein und dann plötzlich vorspringen. Jetzt haben wir es gerade von der Jagd. Was jagt er denn? Junge Säugetiere, so wie der Fuchs. Junge Wildschweine. Und was steht sonst noch auf dem Speiszettel beim Luchs? Junge Rehe. Was kann der Luchs besonders gut? Drei Sachen kann er besonders gut, oder? Nein, vier. Welche? Er kann ganz lang laufen, ohne ermüden. Langsam rennen kann er auch mega lang, aber schnell rennen nicht mega lang. Mhm. Und? Schwimmen kann er auch noch mega gut. Und im Schnee kann er auch gut rumlaufen, gell? Warum? Seine Pfote ist so gross wie eine Handfläche von einem erwachsenen Mensch. Wieso sinkt er dann nicht ein im Schnee? Im Tiefschnee macht es ihm nichts, weil seine Pfote sinken nicht runter, weil sie so gross sind. Ah, das ist wie wenn man Schneeschuhe läuft. Ja, weil die sind auch so gross und dann sinkt man nicht ein. Wann jagt der Luchs eigentlich? Zu welcher Tageszeit? Spät am Abend, Dämmerung oder früh am Morgen. Und was macht er sonst so den Tag durch? Ausruhen auf einem Felsvorsprung. Er kann nämlich auch sehr gut klettern, gell? Ja. Oder er geht auf Bäume auf und ausruhen. Ja, manchmal liegt er auch über den Ast. Also er kann gut klettern, lang laufen und schwimmen. Aber er kann nicht gut schnell sprinten. Ja, schnell rennen kann er nicht so lange, aber langsam. So ein bisschen joggen kann er schon lang. Also ist er eher der Marathonläufer als der Sprinter? Ja. Yeah. Ja, Theo, hast du sonst noch etwas, was dir gerade zum Luchs in den Sinn kommt? Irgendeine Geschichte dazu oder ein Erlebnis oder
Ich kann nicht mehr. Nicht mehr? Hey, da haben wir einiges über den Luchs erfahren heute. Danke vielmals, Theo. Ciao miteinander, ich freue mich, dass ihr reingelöst habt. Bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.